Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es um dieses wunderbare Szenario hier. Und zwar wollen wir heute uns im Internet einloggen, das heißt über einen anderen Server ins Internet gelangen. Das heißt, wir müssen erstmal uns im normalen Internet einwählen, so wie wir es zum Beispiel letztes Mal uns angeguckt haben. Dann loggen wir uns bei einem Server ein und dann haben wir nochmal Zugriff aufs Internet, aber über diesen Server sozusagen. Das heißt, bestes Beispiel hierbei wäre VPN-Verbindung. Das ist das Nonplusultra-Beispiel, an dem ist eigentlich hier super gut anpassbar. Und was wir hier also eigentlich machen wollen, ist, wir wollen erstmal unser Paket, das zum Authentifizieren gedacht ist, durchs Internet routen und dadurch dann Zugriff bekommen. Also dieses Konzept mit Authorization Server, Network Access Server ist hier immer noch genau dasselbe. Ich habe die hier nur mal in eins gefasst, in diesen einen Server hier, damit es ein bisschen leichter ist. Und danach bekommen wir nochmal Internetzugriff. So. Wir benutzen wieder PPP, also das Point-to-Point-Protokoll, das wir auch schon letztes Mal benutzt haben, das ich euch auch in der Netzwerktechnik-Serie schon gezeigt habe. Das ist quasi genau dazu da, um eben Zugriff auf oder eben sich zu authentifizieren. Kann man natürlich mit ERP machen oder sonst irgendwas. Wird auch echt häufig eingesetzt, aber wir machen das Ganze nicht einfach so PPP, sondern wir müssen natürlich PPP over IP. Das heißt, wir müssen das Paket über IP drüber routen. Und dazu gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Heute wollen wir uns L2TP, das Layer 2 Tunneling Protocol, angucken. Das steht hier. Nicht gleich verzweifeln, ich erkläre den gleich. Und das wollen wir uns zuallererst mal angucken. Es gibt noch eine Sache, die ich euch hier nicht zeigen werde. Und zwar das PPTP, das Point-to-Point-Tunneling-Protokoll. Das werden wir hier nicht betrachten. Das wurde von, ganz kurz nur als kleine Information, wurde von Microsoft entwickelt und gilt mittlerweile als gebrochen. Deswegen gehen wir das einfach nicht mehr an, weil es absolut nicht mehr Standard ist. Und nächstes Mal gucken wir uns dann auch noch OpenVPN an. Das hat ein eigenes Protokoll entwickelt und nutzt ein bisschen eine andere Strategie als hier L2TP. Aber ja, jetzt hierzu mehr. Und zwar, wir sehen hier PPP over IP. Over IP bedeutet so viel wie, unser PPP-Paket wird hier durch das Internet durchgeroutet bis zum VPN und man kann sich dann damit hier authentifizieren. Wunderbar. Alles gut soweit. Problem ist, wir sehen IP hier unten erst und dazwischen sind noch ein paar andere Sachen. L2TP übernimmt sozusagen die ganze Geschichte, dass PPP eben kompatibel ist. Und UDP, warum steht hier UDP? Naja, man hat sich gedacht, mir ist das irgendwie nicht ganz so passend, dass jetzt hier dieses L2TP direkt hier auf IPsec aufbauen soll. Man dachte sich, Mensch, ich brauche vielleicht noch irgendwas, was wirklich die Schicht 4 Aufgaben, die ja nicht gerade klein sind, übernimmt. Und da hat man sich einfach gedacht, okay, nehmen wir kurz UDP, alles gut. So, also man baut sich einen UDP-Tunnel auf oder besser gesagt sogar einen IPsec-Tunnel. Warum IPsec hier ganz, ganz wichtig ist, ist einfach sehr, sehr simpel. L2TP übernimmt überhaupt keine Verschlüsselung. PPP übernimmt auch keine Verschlüsselung, wie wir letztes Mal schon gehört haben. Das heißt, wenn ihr hier keine Verschlüsselung nehmt bei IPsec, dann habt ihr ein Problem. Sprich, ihr könnt euer Paket nicht verschlüsseln und im Internet muss man vom DLF-IO-Angreifer ausgehen. Das heißt, euer Paket wäre unverschlüsselt, wenn ihr kein IPsec benutzen würdet. Also hier perfekter Einsatz von IPsec für L2TP oder L2TP. So, deswegen, ja, wie gesagt, man nutzt dann im Endeffekt ERP wieder mal im PPP drin, um sich hier zu authentifizieren hin und her und dann ist eigentlich alles gut. Ja, und warum hat man jetzt hier auch gesagt PPP und dann wieder IP? Naja, ich packe, also der VPN-Provider packt im Endeffekt die eingepackten Pakete in PPP wieder aus und verschickt sie dann ganz normal über IP. Die sind ja alle verschlüsselt über IPsec und die müssen dann natürlich wieder ausgepackt werden. Hier oben drüber geht es dann eben weiter mit der normalen Verbindung, die ihr ursprünglich aufbauen wolltet. Also sagen wir mal, ihr wählt über einen VPN-Provider YouTube.com auf. Dann wird euer Paket erstmal eingepackt in IPsec, in UDP, in L2TP, in PPP und dann gelangt es hierher und der VPN-Provider packt das ganze Ding wieder aus und schickt das Paket, als wäre es von ihm, wieder weiter an unseren Zielort, sprich YouTube im Internet. Und das kommt dann wieder, oder von dem kommt dann wieder eine Antwort zurück, dann wird es wieder eingepackt in diese ganzen Dinger hier und kommt wieder zurück zu unserem Client. So, und das ist sozusagen der Sinn davon. Kurz nochmal zu
dem Paket selber, also wie sieht L2TP in sich drin auf, ist gar nichts Kompliziertes, aber wie gesagt, jedes Protokoll hat so seinen Kopf und dieser Kopf, den möchte ich euch ganz kurz zeigen, sind aber wie gesagt wirklich nur sehr, sehr simple Dinge. Wie gesagt, Flags werde ich nicht genau alle erklären, da gibt es einen Haufen dafür. Version dürfte klar sein, Länge auch. Session ist sozusagen da, damit man eben diese Session hier verwalten kann. Die Tunnel-ID ist auch dazu da. Wie gesagt, wir bauen einen Tunnel auf. Und Sequenznummern brauchen wir, damit wir die Reihenfolge wieder richtig machen können, was natürlich auch wichtig ist. Erwartete Sequenznummer, das R steht für erwartet. Offset Size und Offset Pad sind einfach nur dazu da, um hier die vollen Bit aufzufüllen von den Daten. Also das heißt, wenn wir hier irgendwie Daten sind zu kurz, dann müssen wir das trotzdem auf eine volle Länge immer aufplustern und deswegen haben wir hier Offset Size und Offset Pad. Also nichts Magisches oder sowas. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal das L2TP-Protokoll zeigen, wie die da rangegangen sind sozusagen und wie die sich gedacht haben, wir machen das jetzt hier. So, ja, und das war es eigentlich schon von meiner Seite. Nächstes Mal gucken wir uns das OpenVPN-Protokoll an, das heutzutage eigentlich mehr der Standard ist, aber L2TP ist durchaus noch sicher und da es, also nur wenn es IPsec natürlich benutzt, wenn es kein IPsec benutzt, dann würde ich die Finger davon lassen. Heißt, wenn euch euer VPN-Provider zwar L2TP, aber kein IPsec anbietet, dann definitiv nicht, entweder nicht diesen VPN-Provider wählen, weil er irgendwie sowieso keine Ahnung hat, oder ihr wählt dann einfach OpenVPN, wenn er es euch anbietet. Okay, und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao.